Kamera und Action. Ja, Tag auch, liebe Freunde von LS15 oder auch nicht Freunde, die es einfach so gucken. Haben wir gedacht, starten einfach mal Just for Fun Let's Play Video. Mit dabei ist der Kasi und der Hallo. Basti. Hallo. Jo, wir fangen einfach mal an. Viel Spaß beim Zugucken. Und ja, jetzt geht's erstmal ab aufs Feld zum Säen und zum Düngen. Und jetzt kommt der zweite. Ja, ich fahre jetzt gerade mit dem großen Xerion zu Feld 21. Da hat das Zähmaschine schon drauf. Ja, und überleg mir, was ich denn rauf mache. Jetzt ist Anke nochmal die Düngemaschine drauf am Xerion. Die ist zu Hause, habe ich gesehen. Mal überlegen, was wir da rauf machen. Ja, ich guck mal. Wenn er mal nicht drauf gehen. Ja, sehe ich schon. Roggen haben wir auch genug, Hafer haben wir auch genug, Sonnenblume haben wir auch genug und da hat Andi jetzt auf Feld 9 und 8. Tritikale! Ja. 53.000 nur noch. Mucken wir da auf beiden Feldern, würde ich sagen, Tritikale rauf. Oder? Ne, erstmal nur auf 1. So, BGA läuft wieder. Ja, das hört sich gut an. Unten? Wenn du willst, kannst du unten Feld 23 schon anfangen zu ernten. Baumwolle runter. Ja, Moment, Telefon. Dann der Dünger, was da drüben ist. Wo kommt denn überhaupt hin? Der kommt für die Gewächshäuser, ist der Dünger. Aber den kannst du auch nutzen zum Felder bespritzen. Kann ich den in die Spritze mit dem Draht oder der Rede, oder was? Ja. Der leer wäre. Wenn er leer ist, ja, du hast noch 50, du hast ja noch Hülle drin. Ja, ja. Aber ich meine jetzt bloß, aber das würde gehen. Ja, das würde gehen. Die Spritze ist auf zwei Sachen ausgelegt. Eine Wiederholung, das ist Donnerstag. Den hast du schon Gerätschaften? Ja, Grimme. Die Maxcon und die Tektron. Die sind eh beide dort, bei dem Feld drin. Okay. Feld ohne Namen ist das. Davon haben wir jetzt zwei Stück schon. Die sind auch gut angelegt, würde ich sagen. Also. Ich weiß nicht, aber irgendwie sollte auch im Multiplayer, schon im Overlay hat, sollten auch die selbst erstellten Felder auch zu sehen sein. Ich denke, die Baustelle drin. Die Baustelle ist weg, da kommst du so durch. Ich habe den Ziel wieder vorne gemacht. Ja. Waldbrand gelöscht. Waldbrand wurde auch gelöscht, Streik wurde auch aufgehoben. Und die Polizei hat den LKW-Fahrer auch weiterfahren lassen. Ich hatte jetzt eine 45 Stunden Ruhepause drin. Ja. Der darf jetzt wieder
Rosen muss jetzt düngen, das Feld 21. Ja. 20 ist fertig soweit. Ja, da fange ich jetzt an zu sehen. Da haue ich jetzt Tritikale drauf. Ah, da war... Ja. Habe ich die jetzt angemacht? Ja. Ja, ich fahre erstmal Vorgewende. Und dann mal gucken. Ich werde wohl von dem Video oder so, werde ich wohl so auf... Ah, so, du bist beim Sehen, oder? Ja, bei 4 bis 5 Teile aufteilen. Ne? Also aus einem großen mache ich dann 4 bis 5 Teile. Oder ich mache aus 4 bis 5 Teilen ein großes. Weil dann ist das Rendern nachher ein bisschen einfacher. Irgendwas stimmt mit dem GPS-Satelliten nicht. Der springt mir jedes Mal raus zwischendurch. Hab ich auch schon gehabt. Warum ist er wieder das Porting weg? Ja, dann muss einfach nur wieder aktivieren, dann ist er wieder da. Ja, ja. Ja, nicht, ist ja nicht so. Nee, also so die Videos müssen wir öfters machen. Auf jeden Fall. Was macht denn jetzt Einige würden jetzt, wenn sie mich hier so am Sehen sind, würden sich die Hände über den Kopf schlagen. Oh, wie seht der denn? Ja. Naja. Ich schalte zwischen den einzelnen HUD mit Numpad plus minus, schalte ich hoch, runter. Aber ich habe es bei mir ja von oben nach unten, schön an der Seite. Ich habe ja auch nicht mehr die große Uhr drinne. Die Standarduhr, ich habe ja die vom Multi-Overlay HUD drinne. Ja, dann bin ich so bei Standard nicht, weißt du? Zeige ich dir mal bei Gelegenheit. Muss nämlich noch eine Taste zuweisen. Ich habe eigentlich dein Game-Setting drin, was? Dann sollte das... Ne, da, gut, du hast meine Input-Binding aber nicht mit drin. Aber funktioniert ja auch nicht, weil ich habe ja noch Joystick mit dran. Ich muss meine Dinge machen. Ich konnte zwischen die Herzen jetzt nicht umschalten. Das hab ich bei mir auch. Weil du allein installiert hast. Ja. Ich muss aber. Gehört ja jeder.
die Kurse schalten, da geht's. Boah, die ersten 10 Minuten haben wir gleich. Wow. Aber ich würde sagen, die ersten 20 Minuten oder die ersten 15 Minuten macht einen Cut. Und dann geht's weiter. Die ganze Dünger, die ganze Ding zu schauen, das will man. Mhm. Ja, muss aber auch. Wenn du jetzt schon mal wieder guckst, wie viel in der BGA im Güllebehälter drin ist, da fällt es auch vom Glauben schon wieder ab. Ich habe zwei Bahnen auf die halbe Linie. Was soll man? Ja, ja. Aber dafür haben wir das Kotte groß, das Kotte Pack. Da können wir dann mit zubringen. Also Zubringer nutzen. Also an Geld soll es nicht liegen. Knappe 2 Millionen. Wo man bei sagen muss, wie, dass wir nicht gescheatet haben, ne? Das haben wir ja grundsätzlich nicht. Ich will jetzt in meinem E-Book schauen, das Band, ich weiß jetzt gar nicht, was das war. Da war das genau. Doch, der hat irgendwas in den Erden oder was, das ist ein Russenbett. Mhm. Kaukasus, genau so ist, die muss ich auch nicht. Kaukasus. Da ist ein da drauf, aber das schaut ganz anders aus. Ja, ich weiß aber auch nicht, wie der das gemacht hat. Schaut ganz anders aus, das mit. Mit dem Braunkohlepapa, das ist geil, oder? Das ist ein Riesenteil ist das. Ja, das ist die Russen. Ja, das war die. Wo spielt die, weil er hat zwar nicht so mehr ausgehalten wieder. Ich kann nicht Russisch, jetzt kann ich ja gar nicht kommen. Boah, ich glaube, mein Trecker fühlt sich an, als ob der Whisky gesoffen hätte. Der eiert von rechts nach links. Rausnehmen. Oh. Nö. Und es lackt ein bisschen. Nö. Hier geht's so mit 120, geht's gerade noch. Also 25, brauchst du nicht wundern, wenn du 25 siehst. Ja, stimmt auch. Dann brauchst du nicht wundern. Nö, 22, 21. Jetzt geht's. Ja, sag ja. Heute noch müssen wir das Kind wieder beschäftigen. Oha, kommt der kleine Teufel. Ja, der kleine Teufel. Machen gleich die ersten 15 Minuten. Dann mache ich gleich Cut. Und schlimm, weil ihr Bruder ja da ist, weißt du. Mhm. Ich nicht, im Moment die erste Geige, jetzt ist sie ganz aus. Oha. Aber ich glaube, da gewöhnst du dich auch nachher ganz schnell dran. Ja, gut,
der dann nicht so. Stefan Ober, was ist denn mit Ja, das waren die ersten 15 Minuten, meine Lieben. Wir hören uns im nächsten Teil wieder. Bis gleich. Aufnahme Nummer 2. Weiter geht's im Text. Ja gut, wenn du dann gleich rausgehst, dann mache ich, dann bin ich da hinten weiter. Ich fahr bis, ich bin ja. Nochmal auf und stell nochmal auf 20. Ja, ist gut. Ja, für den diese hübsche Weide liegt so wie mhm. Ja, deswegen hatte ich ja auch das Kottepack mit reingenommen auch. Und ich habe ja auch den neuen. André, ob ich jetzt mit Kottepack fahre oder mit dem Hütte, ich ja. Auf alle Fälle mit irgendwas zu BGA. Das stimmt. Und Und wenn ich das zweite Mal mit dem Ding irgendwie rausschicke, dass dann leer ist, dann brauche ich nicht mehr Grunde weg von, sondern habe ich zwei Fahrzeuge. Ja, das ist schon richtig. Ja. Wenn ich das aufhöre und mache den zweiten, dann komme ich über die Runde. André, ich teile das Feld wieder, ja? Ja, ist gut. Spielst du jetzt Moses? Ja. Nee, er teilt das Feld. Ja, die liebliche Stimme im Hintergrund, das ist meine Frau. Brauch ich doch nicht für entschuldigen. Kannst du jetzt auch sagen, komme ich jetzt ins Fernsehen? Ja, da weiß ich auch jetzt schon die Überschrift für das Video. Meine Frau kommt ins Fernsehen. Basti, hast du X gedrückt? Nein. Achso, du bist schon auf dem Feld. Nein, bin ich natürlich auch beim Auffüllen jetzt. Achso, war nur gerade so Achso, ja. Hä? Ich hab nach oben gefüllt, nicht nach unten. Ja, Schatzi, sag mal, gibst du mal heimlich von deinen Tabletten? Nein. Nein, aber schnell anzustecken. Ja. André? Ja? Meine Frau lässt schöne Grüße ausrichten an dich selber. Ja, danke. Sie sitzt gerade neben mir und hört uns auch fleißig zu. Du möchtest dich mal bitte bei ihr im Radio bewerben als Moderator, beziehungsweise als DJ. Sie hat gerade gesagt, du hast eine gute Radiostimme. Wie gesagt, ich habe das ja... Internet-DJ, sage ich jetzt mal, habe ich fast 3 Jahre lang gemacht. Und wenn der nur als Gast-DJ... nicht als Fest. Kein Problem, die nehmen auch Gast, DJs. Erklär mir mal meine Frau, warum du das Wort Modis hast. Dass ich das... Ich soll deiner Frau erklären, warum ich das Wort Modin nicht mag, oder wie? Ja, genau. Die Diskussion hatten wir ja letzte Tage erst. Ja, warum mache ich das? Ja, ich weiß, dass wir die Diskussion hatten. Das war keine Diskussion, das war eine sogenannte Feststellung von mir. Oder so. Weil Moderator ist ja einer, der durchgehend redet. Ein Moderator macht ja keine Musik. Ist er dann erst beim NDR angestellt oder Radio Nora oder Sunshine Radio oder wie auch immer.
Das sieht man eigentlich meistens auch bei Technobase. Die nennen sich auch nicht Moderator, die nennen sich auch DJs. So wie beim Auffüllen 70% Schaden kriegt an das Ding. Wie gibt es denn, Rick? Keine Ahnung. Mit 70% Schaden seit ich von einem Wurfband bin. Wie nirgends umgerät nichts. Ich hab nur aufgefüllt. Hm. Ich war 3% und die hat's. Die noch nicht umgefällt, die Spitze. Weiß ich gar nicht, ob wir die jetzt schon eingestellt hatten. Ach, wahrscheinlich nicht. Ne, Kasi, nochmal auf das Thema Moody zurückzukommen. Also, deswegen ist ein, wenn jemand Internetradio betreibt, ist das für mich kein Moderator, sondern für mich ist es ein DJ. Er macht ja Musik. Er erzählt ja nicht, was weiß ich, die Lebensgeschichte von XYZ oder so, ne? Ihr spielt ja eigentlich nur Musik. Gut, Titel vielleicht mit Interpret. Macht vielleicht noch nebenbei noch einen Gag. Aber das war's. Wie gesagt, Moderator ist für mich einer, der die Sportschau kommentiert oder nur am Reden ist. Wie meine Frau gerade so schön sagte, nonstop labert. Ja. Ich hoffe, die Erklärung hat ihr gereicht. Na klar. Gut, diese Erklärung, weiß ich nicht, ob ich die aus dem Video ausschneiden kann. Nein, die lasse ich drinne, weil andere YouTuber, die auch Let's Play-Videos machen, die reden auch über Gott und die Welt im Video. Also, warum sollten wir das nicht auch können? So sieht's aus. Richtig. Was andere können, können wir auch. Ja. Wobei ich sagen muss, ich als DJ, ich bin einer von der Sorte, ich spiele eher Oldschool. Na, so Trance, Techno, alles was mal, was du heute gar nicht mehr so hörst. Was die meisten gar nicht mehr so auf dem Zettel haben, auf dem Plan haben. Und ich mache auch nie länger als 2 Stunden. Na, muss man ja auch nicht. Bei uns, also bei uns ist das so, da ist auch 2 Stunden und dann auf freiwillige Basis, zumindest in den letzten Stich, kann man länger machen. Mhm. Der andere bin dann draußen, hier muss die Kleine holen. Ja, mach das, Basti. Ich habe einen Dreck aufs Feld geschüttet. Ja. Ich genau da, wo ich aufgehört habe. Ja, ist gut. Dann mache ich da jetzt weiter. Ja, dann schmeißen wir hier mal den Helfer an. Wie ist der Kindergarten? Bis später. Ich weiß nicht, wann bis später. Ja, ist gut. Aber es kann sein, ja, knapp, wenn du weg bist oder da um die Zeit, oder gehst du ins Bett. Mhm. Ja. Ciao. User disconnected from your channel. Bei als Radio-DJ, so ein Internetradio, also da muss man auch Lust zu haben. Und ich hatte eine ganze Zeit lang auch die Lust dazu gehabt, aber dann wurde mir nachher zu langweilig. Zwischendurch mal als Gast-DJ oder so, ja, da habe ich keine Probleme mit. Einmal im Monat oder so. Irgendwann vergeht auch eine Lust. Ich habe auch ein halbes Jahr auch mal Auszeit genommen. Nach 8 Jahren darf man das. Ja. Ich habe es auch schon geschafft. Ich war bei einem Internetradio mit drin. Also da war ich fast ein ganzes Jahr lang. Sonst habe ich immer nur gewechselt.
Und da habe ich sogar hingekriegt, von, dass ich bei mir zu Hause einen Gast hatte, der selber auch Musik gemacht hat. Mit denen habe ich ein Interview geführt. Waren die Leute auch total begeistert von. Aber sowas siehst du selten, dass sowas im Internetradio passiert. Und das ist eigentlich schade. Ja. Meine Frau möchte mit dir ein Interview machen. Das Thema sagt sie gerade, Landwirtschaftssimulator. Oha, ein Interview mit mir über Landwirtschaftssimulator. Uiuiuiui. Ich soll dir sagen, sie hat da keine Ahnung von, es kann also lange dauern. Dann sollte sich erstmal ein halbes Jahr damit beschäftigen. Das Interview nehme ich nur an, wenn Herbert mit dabei sein darf. Sonst nicht. Weil bis ich fertig bin mit der Erklärung, ist Weihnachten und Ostern. Interview, gut, die Idee ist nicht verkehrt. Frage ich mich aber gerade, wie sie das anstellen will. Du, keine Ahnung, da muss sie sich dann Kopf drüber machen, ne, wenn sie das machen will. Ja, da funktioniert ja dann nachher nur über Teamspeak. Oder so, ich weiß das nicht. Die ruft dich dann an. Das ist super. Oder wir kommen vorbei. Live-Interview. Live-Interview, ja. Und mir dann wahrscheinlich noch beim Mappen zugucken, oder wie? Ja, sicher. Ja. Das wird ein sehr lustiges Video, finde ich hier. Ich würde sagen, wir machen auf Feld 21 kommt dann nachher Reis rauf. Was würdest du da drauf machen? Mais? Reis. Reis? Reis. Ne, es gibt auch Trockenreis, mein Schatz. Den bauen sie in den USA an. Meine Frau will unbedingt ins Fernsehen. Ich merke das schon. Aufnahme läuft ja hier noch, ne? Die Aufnahme läuft doch, ja. Der zweite Teil ist das jetzt. Hat deine Frau denn jetzt ein eigenes Internetradio oder? Nein, die ist auch DJ bei einem Internetradio. Kannst ruhig Moderator sagen. Ein eigenes Internetradio kann man gar nicht finanzieren heute.
Doch, es geht. Ja, aber nicht als Hartz IV. Nein, nicht unbedingt. Aber ich habe schon gehört jetzt von einigen Ex-DJs, die dann auch aufgehört haben, weil der jeweilige Besitzer denn für jedes Mal Stream 5 Euro haben wollte. Finde ich absoluter Humbug. Ja, es gibt solche Radios und solche, ne? Also ja. wir haben komplett Modi-Beitrag frei. Mhm. Entweder man macht das durch Spenden oder man sammelt selber halt in der Gruppe. Wer dann freiwillig, so wie das bei uns ja hier auch ist, ne? Für den DD-Server und für den Groß-Root-Server. Also, wer was kann, der kann. Ja. Na? Also, liebe Zuschauer, falls ihr irgendwie Lust habt, uns zu unterstützen, wir sind immer gern für eine kleine Spende dankbar. Damit wir auch wie sowas hier, wie ein kleines Video zustande bringen können, wollen, möchten. Und sei es nur ein Euro. Ja, eben. Ist dir was auf den Fuß gefallen? Tut weh, ne? Aber ich will mal gucken, demnächst mal, ob ich hier die Webcam mit rankriege und mir dann ein Greenscreen hinten ran mache. Aber ich glaube, dafür mache ich das noch nicht allzu lange. Wo kommt Baumwolle hin? Ins Lager. Oh, naja, ich wurde auch schon von einigen gefragt, wo die Hats herkommen, die wir an der Seite haben. Falls es noch mal jemand interessiert, das ist das Multi-Overlay Hat V2 zu finden auf Modhoster. Den Link werde ich dann eventuell noch mal in die Beschreibung mit reinschmeißen, wenn ich dran denke. Und nicht ganz zu vergesslich bin. Ich bin leer, ich brauche noch ein bisschen Dünger. Sache, die Dammann, die kriegt so viel Schaden auf einmal. Das ist Wahnsinn. Da muss ich nochmal bei. Ja, naja, gut. Wir haben die letzten 20 Minuten erreicht. Ich würde sagen, machen wir für heute mal Feierabend mit der Aufnahme. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir alle vom Server gehen dürfen.
Okay, tschüss. Ja. So, falls euch das Video gefallen hat, schaltet ruhig öfters rein. Schaut bei uns auf der Homepage vorbei. Und lasst uns einen Daumen da. Bis dann. Tschüssi.